Entschuldigung, Sie sagen ja, Großbritannien hat überhaupt keinen Grund, in der EU zu bleiben. Keinen wirklichen. Oder keinen wirklichen Grund. Welchen wirklichen Grund hat denn Großbritannien, aus der EU rauszugehen? Ich vergleiche das zum Beispiel mit der Slowakei. Wenn es ein Referendum in der Slowakei gäbe, würden die Menschen nicht für einen Austritt stimmen. Die würden dafür stimmen, dass die Slowakei in der Union bleibt. Und warum? Das ist Schengen, das ist die gemeinsame Währung, das sind die Strukturfonds und der gemeinsame Markt. Und wenn Sie sich jetzt Britannien anschauen, Schengen wollten die sowieso nicht haben, Euro wollten die auch nicht haben, haben ihre eigene Währung. Strukturfonds, die Briten zahlen. Und sie zahlen recht viel. Und Britannien war zusammen mit Deutschland die einzigen zwei Länder, die immer gezahlt haben. Also sie werden Geld sparen. Und der gemeinsame Markt, das werden die schon irgendwie schaffen, nämlich in diesen zwei Jahren, die Zeit haben zum Verhandeln. Und wie ich bereits gesagt habe, also die Union hat sich wirklich viel Mühe gegeben, um den Leuten, die europäische Gemeinschaft oder die Europäische Union madig zu machen. Zum Beispiel diese 250.000 Euro Strafe für jeden nicht abgenommenen Flüchtling. Also das kann doch die Leute wirklich zur Weißglut bringen. Und musste der Vorschlag gerade jetzt kommen? Der hätte doch auch drei Monate warten können. Aber reformieren würde doch zum Beispiel auch heißen, dass man einige Kompetenzen, die Brüssel an sich gerissen hat, wieder zurückgibt. Und da hat doch gerade die niederländische Regierung eine Liste mit circa 50 Gebieten zusammengestellt, wo die niederländische Regierung denkt, da soll nicht Brüssel darüber entscheiden, da soll wieder in den Nationalregierungen entschieden werden. Wissen Sie, wer das gemacht hat? Das ist jetzt egal. Aber das war ich. Sie waren das. Ja. Gut. Haben Sie den richtigen Ansprechpartner vor sich? Ich hatte auch eine sehr hohe Meinung von Ihnen. Sie haben das nur ein bisschen beschädigt mit dem gleichen Lohn für alle. Aber komme ich zurück zu dieser Sache. Das ist doch, man muss nicht unbedingt etwas, ich denke, Sozialismus kann man durchaus zerstören. Da wird nichts Schlechtes dabei sein. Aber das ist doch auch eine Weiterentwicklung, wenn man sagt, okay, Prinzip der Subsidiarität ist sehr wichtig, wird nicht immer eingehalten, das wissen Sie dann sehr gut. Und man könnte doch anfangen, die Kompetenzen zurückzugeben. Das wäre vielleicht mal ein ganz guter Weg. Ich finde auch, die Europäische Union muss sich fragen, ist alles, was wir machen, noch immer gut? Können wir nicht auch mal überholen, was wir jetzt schon machen? Und vielleicht können wir auch weniger machen. Zum Beispiel vielleicht müssen wir auch mehr machen in anderen Gebieten. Zum Beispiel die aktuelle Richtlinie über Waffen, über legale Waffen. Muss das überhaupt die Europäische Union machen? Ich glaube schon. Warum? Denn es gibt keine Grenzen. Na und? Wenn Sie einfach eine Waffe in einem Land kaufen können, dann können Sie auch mit dieser legal Waffe einfach legal gehaltene Waffen, mit denen wird kaum was geschehen. Ich möchte aber auch ganz offen sagen, was der wirkliche Grund ist. Es gibt einen Bericht von Frontex und dieser Bericht sagt, dass bereits die Schließung der mazedonisch-griechischen Grenze zu spürbaren Senkungen der Flüchtlingszahlen geführt hat. Nicht das Abkommen mit der Türkei, sondern hauptsächlich die Schließung der Grenze. Sie haben immer schon die Meinung vertreten, die Slowakei soll eigentlich, oder die Slowakei nimmt mit vollem Recht aus Ihrer Sicht wenige bis gar keine Flüchtlinge auf. Das heißt, die Obergrenze bei uns ist null. Bei Ihnen ist die 37.000. Bei uns ist sie null, auch eine Zahl. Aber die grundsätzliche Frage ist, und das ist vielleicht an Sie, Frau Lunacek, wer soll entscheiden, wer sich in einem Land niederlassen darf? Die Kommission, Sie oder die Bürger? Weil wenn es die Bürger sind, und nicht nur in der Slowakei, ich denke, in allen EU-Ländern ist die Mehrheit der Bürger gegen die Migranten und gegen die Flüchtlinge. Und die Kommission hat ja zu lange weggeschaut von Griechenland, auch von Italien weg. Ja, stimmt. Es wurde bereits 2009 ein Infringement, ein Strafverletzungsverfahren gegen Griechenland gestartet. In 6 Jahren ist nichts passiert. Auf einmal war die Welle da. Und das Einzige, was der Kommission eingefallen ist, war die Pflichtquoten. Dann Pflichtquoten ist nicht durchgekommen, dann Kontingente. Und jetzt sind da diese Strafzahlungen. Und dann wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie immer nur mit solchen repressiven Methoden kommen, dann wundern Sie sich bitte nicht, dass die meisten Bürger der Slowakei, konkret der Slowakei, sagen, nein, wir wollen das nicht. Ich habe dafür Verständnis, aber wundern Sie sich nicht, wenn die Leute in Deutschland, in Schweden und Österreich sagen, ja, aber bitte, wir sind doch eine Europäische Union. Warum werden wir nicht geholfen von den anderen Mitgliedstaaten? Die Länder hätten auch Nein sagen können. Deutschland hätte doch auch Nein sagen können. Ich als Europaabgeordneter darf ich an den Sitzungen unseres Europaausschusses im Nationalparlament teilnehmen. Ich war dabei, als wir darüber beraten haben, der slowakische Anteil an diesen 3 Milliarden Euro
für die Türkei. Da war ich der Erste, der sagte, ja, zahlen wir das, helfen wir den Menschen dort, machen wir das. Slowakei will sich nicht von allen Verpflichtungen irgendwie frei oder wegbewegen. Nein, wir stehen schon dazu. Ich bin mir auch schon dessen bewusst, wenn wir ein Teil einer Gemeinschaft sind, manche Probleme müssen wir gemeinsam lösen. Aber dieses Problem ist zu 90% ist die Schließung der Grenze. Und Sie werden sehen, auch jetzt, es kommen doch viel weniger Leute an, nicht nur wegen des Abkommens, sondern die haben einfach nicht Motivation genug, um zu kommen. Wenn zum Beispiel einzelne Länder ihre Sozialsysteme ändern, dass die nicht mehr so üppig sind für jemanden, der aus Afrika kommt, werden die auch nicht mehr genug Motivation haben zu kommen. Da muss einfach gehandelt werden. Und das ist vielleicht der erste Schritt. Und dann kommen so wenige Leute, da wird es auch keine großen Probleme geben um die Verteilung. Aber wenn ich mir vorstelle, 1 Million oder 2 Millionen, die letztes Jahr gekommen sind, und der slowakische Anteil, ja, dann wundern Sie sich nicht, dass da einfach viele Länder dagegen sind. Ich würde hinzufügen, dass in Syrien ist die Beendigung des Krieges in Syrien ist vielleicht das Wichtigste für Europa. Das ist, ich nehme an, oder ich sehe das zumindest so, dass der Krieg in Syrien beendet wird. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich fürchte oder ich wage zu behaupten, ohne Russland und USA und Türkei, wenn sich nicht alle drei Länder einigen, wird der Krieg in Syrien nicht beendet werden.